Okay, leiers dann eng Obnahme mit einem Tutorial, wie kann einfach Bildverarbeitung machen, aber von allem eine Stapelverarbeitung. Du gehst den kleinen Programm XNXView, den hast du installieren über den Paketinstaller, was du nach VD sitzt, Paketinstaller, hi. Und da geht ihn einfach auf beliebte Anwendung, tipp den XNV an. Und dann wählt ihn und dann installiert sich ganz schnell. Bon, wie funktioniert das Ganze? Das ist ein volles Programm, natürlich mit allem Schnickschnack, wo man eben für einen Zweck allein einen kleinen Bruchteil brauchen. Okay, dann haben wir das Ganze. Wenn wir auf den Start gehen, und wir tippen Lei X N ran. XN an so gesagt Icon aus, für zu starten. So, machen wir den dann aus. Okay. Wo fangen wir an? Wir sind hier gegangen an einen schönen am Doktor paar Testbilder raufgeladen, wo man gesehen, die relativ groß sind. Zweck von der Übung ist, die ganz sehr zu verkleinern, als Stapelverarbeitung oder Batch Processing, wie das ja im Englischen heißt. Ich bin also dann Ausgangsdirektor, das ist mein Doktor, und ich bin am Bilder ein Folder kreiert, den konvertiert heißt, den aus dem Moment idle. Die können wir egal wie Num auch gehen, das ist ganz egal. So, wie fangen wir an? Mayo, mir Sohn. Ich gehe auf Werkzeuge, ich gehe Logist, ob die Stapelverarbeitung, die euch interessiert, Stapelverarbeitung. Da soll man Daten hinzufügen oder Ordner hinzufügen. Mir habe ja gesagt, dass ein Ausgang, der sitzt an dem Daktu, das heißt, wir haben den ganzen Folder Daktu, das sind dann die Originalen, so ein Open, hey. Da sind die fünf Bilder. Die sehen wir dann gleich am Originalzustand. Was will man machen? Wir wollen eine Verarbeitung machen. Aber was will man machen? Wir wollen die Größe verändern. Größe verändern. Breite, da setzen wir maximal Breite, die wir wollen. Und an dann Text passt ihn automatisch und das Ganze geht auf Pixel. An dem ich das dann automatisch. Wenn wir los und starten, dann geht den hin. An setzt das Ganze, wo es nicht aufgespeichert, an Bilder konvertieren, wenn wir dann gucken gehen an den Bilder. Muss man vielleicht schließen. Und da gehen wir gleich bei Bilder, da gucken wir an konvertiert. Und da sehen wir dann als konvertiert Bilder, die immer nach gut ausgesehen, an die relativ einfach da kann. Per E-Mail verschicken. Voilà, man die Daten zu. Aber wenn wir sie mal vergleichen, engerseits Humayolai, der Folder Daktu, was da ist ein Ursprung, wo, wenn man so Eigenschaften, wir wissen, da sitzen sechs Bilder dran. Die Bilder, die haben gerade von 16, 16 Megabyte. An als Ziel, das sitzt jo an dem Bilder konvertiert, wenn wir da gucken, die Eigenschaften konvertiert, weil ja, da haben wir als auch sechs Objekte, die dann verkleinert werden, dass maximal breit 400 Pixel sind, Text stellen sich automatisch an, aber das ist reduziert ob 430, nee, wo sind wir dann? Nein, 250 Kilobyte. Voilà, das ist auch schon der Schluss von der Aufnahme. Ne, was ich noch vollzogen, das ist folgendes. Wenn ihr die Erstellung bis enke gemacht wird, da braucht ihr das nicht immer frisch zu machen, aber da kann ihn gleich am Programm so, wenn ich logisch gehe, ich lösche die konvertierten Bilder einkehren. Spaß an der Freude, mir so löschen, voilà, die sind nur fort. Als Original, die am Daktus sitzen, da hat sich nichts daran geändert. Da so mal Werkzeuge, Stapelverarbeitung. Wir müssen Ausgangsdateien hinzufügen.
Da holen wir den Ordner, wo wir ja wissen, der das den DAC tut. Wir holen die ganzen Ordner, wir sind open, weil das sind die Originalen. An Voreinstellungen, die habe ich aufgespeichert, die habe ich GI konvertieren genannt. Natürlich die Schritte, die ich wieder gemacht habe, wie ich gesagt habe, reduziere die Bilder auf ein Breit von 400 Pixel, speichere sie am Konvertieren auf. Das kann dann alles an den Voreinstellungen überholt gehen. Aber wenn wir dann eine Lösung starten, dann möchte das automatisch Anne geht hin. Und dann sehen wir hier am Bilder konvertieren. Wir müssen gleich schließen. Also mal am Bilder konvertieren. Du siehst, die kreiert das ganz schnell. Ich kann in Enkel sein Bilder definieren, so wie ich es brauche. Und dann aufspeichern als Template oder als Vorlage. Und dann brauche ich nächstes Mal just die neuen Bilder auszuwählen. Und dann so ein. Man holt die Vorlage, in diesem Fall die konvertieren, da das so nicht der Maschine drauf, weil das auf einer anderen Maschine ist, an dem fährt die Stapelverarbeitung dann automatisch vom selben durch. Voilà, und das ist auch schon der Schluss von der Abnahme. Da muss man das ganz speichern.